Auf nach Kassel. Willkommen in Würzburg. Heute werden wir einen ICE3 nach Fulda fahren, wo wir dann auf einen anderen Zugdienst wechseln werden. Von Fulda aus werden wir nach Kassel-Wilhelmshöhe fortfahren mit einem ICE1. So, also wir werden heute zwei Zugdienste fahren, während hier schon der erste ICE1 abfährt. Der Würzburger Hauptbahnhof. Planen Sie einen Urlaub? Reisen Sie so oft Sie möchten mit dem Quer durchs Land-Ticket. Ja, und was steht hier? Gemütlich, schnell, effizient. Kein Flugticket erforderlich. Fahren Sie mit dem Intercity Express. Ja, das kann ich nur, da kann ich nur zustimmen. ICE-Fahren ist wirklich saugeil. So, ihr seht ihr es, Würzburg Hauptbahnhof. Wunderschön. Und so langsam setzt auch hier die Dämmerung ein. Da so ein ganz klein bisschen noch die Sonne zu sehen. Da hinten seht ihr sie. Während da der ICE 1 verschwindet. So, dann warten wir mal hier auf unseren Zug, der da vorne einfährt. Der ICE 3. Dem wir gleich unsere Fahrt beginnen werden. Haben Sie Angst vor langen Schlangen? Dann können Sie die Warteschlange mit Expresskarten überspringen. Telexpress, so. Na dann. Da kommt unser Arbeitsplatz reingefahren. Wollen wir immer so langsam ein bisschen hinterherlaufen. Wir müssen ja sowieso vorne einsteigen. Deutschlands schnellster Klimaschützer. Wunderschön. So, dann hinein ins gute Stück. Tür auf. So, Tür zu. Aber wir haben noch was anderes zu tun, und zwar wollen wir hier natürlich sämtliche Zugsicherungssysteme einschalten. Und zwar haben wir hier SIFA, PZB und LZB. Was ist das? Das weiß ich. Aber AFB müsste doch eigentlich auch eingeschaltet werden können, oder geht das automatisch? Scheint wohl automatisch zu gehen. Oder? Na, scheint. Hier ist auf jeden Fall nirgendwo so ein Schalter, wo ich AFB einschalten kann. Naja. Dann werden wir uns mal setzen. So. Stellen Sie den Richtungswender auf. Vorwärts logischerweise. Zack. Türen verriegeln. Störung. Störung. Zugbeeinflussung. DB gesperrt. DB gesperrt. Schließvorgang eingeleitet. So, stellen Sie Spitzensignal auf normal. Ja, dann können wir losfahren, würde ich sagen. Auf geht's. Wir lösen die Bremsen. Und auf geht's. Erste Station.
Kassel, würde ich sagen. Beziehungsweise wir fahren ja erstmal über einen Ort drüber weg. Zugbeeinflussung. Befreien. Zugbeeinflussung. So, auf geht's. Bisschen aufschalten hier. Aber mich würde es wundern, wie hier die AfB angeht. Naja, schauen wir mal. So, ist die SIFA ausgeschaltet oder was passiert hier jetzt gerade? Nee, da ist sie ja. Wollte schon sagen. Auch schön da rechts die Straße. Wieder parallel fahren. Wunderschön. So, es sind von der LZB, wunderbar. Das heißt, wir können ja auch mal wären wir jetzt zu schnell? Verstehe ich nicht. Wir sind doch LZB. Ich mal eben was nachgucken. Das wundert mich jetzt gerade etwas. SIFA. Entschuldigt Leute, ich muss gerade mal irgendwas schauen. Jetzt haben wir es. So, dann gehen wir mal ein bisschen runter hier. So.
So passt es. So, 78 Kilometer. Bis zu unserem ersten Ziel. Ihr habt ja am Anfang gelesen, dass wir zwei Zugdienste fahren. Einmal den ICE3, den wir jetzt fahren, und danach den ICE1. Und das finde ich persönlich richtig geil, dass das sowas eingebaut wurde. So, gleich dürfen wir endlich 250 fahren. Schaut euch mal diese Gegend an hier. Wunderschön. Ist das nicht mega nice? Und hinein in den Tunnel. Dieser ICE hat eine Höchstgeschwindigkeit von 330 km/h. Oder ist zumindest die höchst zulässige Geschwindigkeit. Täglich grüßen die Tunnel. Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht, dass auch von Würzburg aus so viele Tunnel vorhanden sind. Wahnsinn. Ist das eigentlich, wenn ich... Sieht doch viel schöner aus. Viel schöner. So, so langsam kommen wir auch der Geschwindigkeit näher. 230, wunderbar. Jetzt geht's ein bisschen bergauf. Warum auch immer. Obwohl wir hier eine Steigung haben. Wahnsinn.
Und weg ist der Ton. So, wir fahren jetzt, wie gesagt, nach Fulda. Wechseln dann in Fulda in den ICE 1 und fahren diesen dann von Fulda bis nach Kassel. So habe ich das jetzt verstanden. So. Schön, wie er sich hier so eine Kurve legt. Traumhaft. Da. Geil. Mega geil. Bitte denn dauernd zu schnell? Verstehe ich nicht. LZB und AFB an. Warum bitte zu schnell? Komisch, komisch alles.
Nein. Jetzt habe ich es. Wunderbar. Muss man doch erstmal wissen. Entschuldigt Leute, aber das musste ich jetzt gerade ein bisschen so aussuchen. Das wären wir sowieso erstmal gebremst. So, jetzt stimmt doch alles wieder. Mein Gott. Das wusste ich wirklich nicht, wie das geht mit der AFB. Aber jetzt weiß ich es. Ich wollte doch sagen, die müssen wir doch irgendwie aktivieren können. So. Das ist 0, laut der EZB. Also ich bin echt gespannt, was uns hier noch so erwartet.
Gruß, Kollege. So, noch 40, knapp 40 Kilometer bis Fulda. Ich würde auch sagen, ich zweiteile das Video, dass wir dann ab Fulda in einem anderen Video weitermachen, weil das dann doch ein bisschen zu lang wird, würde ich sagen. Ich bin gespannt, ob sich das Wetter noch verändert. Oder ob womöglich gleich noch schon die Sonne untergeht, weil das könnte durchaus möglich sein. So kurz vor 19 Uhr. Am Rand der Strecke ist auch nicht viel zu sehen oder viel los, also ziemlich tote Hose hier. Aber natürlich. Sechsunddreißig Kilometer.
gespannt, wie das gleich abläuft. Wahrscheinlich werden wir dann, wenn wir dann gleich in Fulda ankommen, diesen Zug abrüsten, uns nach draußen begeben und entweder steht dann der andere Zug schon an einem anderen Bahnsteig, wo wir dann wahrscheinlich erstmal hinlaufen müssen, oder er wird erst noch eingefahren und ach, lassen wir uns einfach überraschen. Tunnel über Tunnel über Tunnel über Tunnel. Wahnsinn. Zu schnell werden. Ah, LZB reagiert schon. Gegend hier einfach nur traumhaft. Traumhaft, wirklich. Mega geil. Gerade viel Verkehr hier. Kaum Verkehr. Keine Gegenzüge. Und bis jetzt einmal ein ICE gesehen. Bis jetzt. Aber sonst war gar nichts. Schauen wir mal, was in Fulda los ist.
So, die erste Fahrt nähert sich so langsam aber sicher dem Ende zu. Gleich noch 20 Kilometer. Ich kann ja mal kurz in den Plan reinschauen. So, über einen Ort fahren, anhalten Fulda. Warten Sie, bis der Zug angekommen ist. Ah ja. Ja, ihr seht's, das haben wir noch vor uns. So, ich denke mal, dass wir gegen 19 Uhr, ja 19.02 Uhr, sowas in Fulda eintreffen werden. Dann mit Abrüsten auf den anderen Zug warten, aufrüsten, Fahrgäste einsteigen lassen, Türen schließen, Abfahrt. Denke ich, dass wir so viel nach loskommen. Und gegen, ja, 7:30 sollen wir ja in. Oder kurz 7:30 sollen wir ja in. Sollen wir ja in Kassel ankommen. Bin ich mal gespannt. Die erste LCB-Beschränkung haben wir auch schon. 200. Wird jetzt auch nicht mal allzu lange dauern. 10 Kilometer noch.
Wenn dann jetzt wohl gleich anfangen zu bremsen. Beginnt wieder die heiße Phase zwischen LZB und PZB, Signalkunde. Jetzt wird es wieder interessant. Färbt sich rot. Die Sonne geht unter, es fängt an zu dämmern. Wunderschön. Gleich 100. So, über diesen Ort sollen wir ja drüber fahren, steht ja da, über einen Ort fahren, das heißt anhalten brauchen wir noch nicht. Aber das wird wahrscheinlich auch nicht mehr lange dauern. So, Fulda, 5 Kilometer noch. So, sind wir ein bisschen eingebremst in 3,8 Kilometern. Aber auf 0 sein, richtig. Nicht mal mehr. 140. Haben wir jetzt als Vorgabe.
höllisch aufpassen muss man jetzt. Runter auf 100. Und 0. Das macht unser Zug wieder vollkommen alleine. Das ist traumhaft. Ich liebe es. Herzlich willkommen in Fulda! Ist auch nichts los. Ah, 1, 2, 3 Leute, die ich bis jetzt... ...4, 5... Bin 6, 7. Ne, 6 ist jetzt. Da steht auch noch einer, 7. Da sitzt noch jemand, 8. Ist das geil, dieses automatisierte Bremsen. Das ist einfach nur geil. Na komm, 30 Meter hast du noch. Ah, schafft er nicht ganz. Warten Sie bis 0:26. Warten Sie bis 0:26? Wie bitte? Ach so, ich wollte gerade sagen. Ein anderer Lokführer wird diesen Dienst übernehmen. Steigen Sie aus. Unser nächster Zugdienst kommt bald an. Bleiben Sie auf diesem Bahnsteig und warten Sie, bis der ICE 1 angehalten hat. Ja, dann... ja, Kollege, viel Spaß dann, ruhige Schicht, ne, und immer schön gesund bleiben und sauber fahren, ne. Bis dann, tschüss. Warte, ich mach dir noch die Tür zu. So, dann setzen wir uns in den anderen Lokführersitz. Hier regnet es auch noch. Darf ja wohl nicht wahr sein. Naja, hier ist unser Zug. So sieht übrigens der Maschinenraum aus vom ICE 1, falls ihr das mal noch nicht gesehen habt. Unzugänglich für jeden Fahrgast, logischerweise, aber so könnt ihr es dann auch mal sehen, so in etwa. Sieht das hier aus.
So, wir werden aber als allererstes mal hier sämtliche, ne? Was haben wir denn hier? Vorsollfreigabe. Liefer ein. PZB ein. PZB ein. So, dann setzen wir uns mal in den Sitz, würde ich sagen. Türen verriegeln. Ja. Bier. Scheibenwischer ein. Stellen Sie das Führerbremsventil eingeschaltet. Erhöhen Sie die Leistung, um fortzufahren. Ja, ich würde aber sagen, das machen wir in einem anderen Video. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat euch bis hierher gefallen. Und bitte erstmal sehen, dass ich das hier irgendwie speichern kann. Weiß allerdings noch nicht genau wie. Wie speichert man das jetzt? Das wäre mal eine Idee. So irgendwie speichern können. Hilft mir mal jemand? Naja, ich werde das schon irgendwie rausfinden. Auf jeden Fall, wenn es euch bisher gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Euer Danny Spieters.